Okay, das war doof, aber ich wollte es auch mal machen. Das hat ungefähr jeder YouTuber, der sich selbst mal gefilmt hat, gemacht. Und ich gehöre jetzt dazu. Hallo. Heute, also eigentlich ist es immer noch der erste Drehtag, wo ich das Ankündigungsvideo gemacht habe. Aber ich tue einfach mal so, als wäre ein neuer Tag. Ich bin eklig, ich trage immer dieselben Klamotten. Deswegen ist das jetzt auch in vier Videos, die ihr sehen werdet, die Klamotte, die ich anhabe. Das Wissen, das Faktum Nummer eins, was ich vorher nicht hatte, bevor ich auf diese Frage gestoßen bin, ist, dass das Schloss Sanssouci, das heißt auf Deutsch übrigens ohne Sorge, also Sanssouci, jeder Franzose wird mich jetzt hassen, von Friedrich II. Erbaut wurde, beziehungsweise er hat gesagt, Leute, baut mir ein Sommerschloss, ich möchte das haben. Und dieses Schloss wurde nach dem Stil des Rokoko gebaut. Jetzt hat schon jeder von uns mit Sicherheit das Wort Rokoko gehört, weil A, kommt es überall vor, B, klingt es dämlich und darum bleibt es eher im Kopf. Das leitet sich ab von dem französischen Wort Rocaille oder Rocaille. Ich kann leider nicht so gut Französisch aussprechen, man schreibt es aber Rocaille mit C. Und das bedeutet einfach Muschelwerk. Man sieht diese verschnörkelten, an Muscheln angelehnten Sachen bei Rokoko-Gemälden. Ich weiß nicht, gibt es, ist eher ein Baustil, ne? Auf jeden Fall siehst du es dann an der Säule, wenn es da irgendwie so verschnörkelt, muschelartig ist. In dem Fall ist es eine Rocaille und du weißt direkt, dass es ein Rokoko-Stil ist, der da verwendet wurde. Übrigens habe ich in dem Zuge noch gelernt, dass der Rokoko, das Rok, sagt man der Rokoko? Egal, dass dieses Rokoko sich aus dem Barock abgeleitet hat. Also erst war Barock da und danach kam Rokoko, hat sich so nach und nach in die Richtung entwickelt als Zeitzone. Und, was ich auch noch vergessen habe, dieses Sommerschloss Sanssouci steht in Potsdam. Das war übrigens die ursprüngliche Frage, wo steht das Schloss Sanssouci? Das wusste ich nicht und dann habe ich gefunden, dass das nach dem Stil vom Rokoko gebaut ist. Ich werde das nicht mehr benutzen. Irgendwie stimmen da die Präpositionen vorne und hinten nicht. Und das Muschelwerk heißt. Und jetzt kommen wir zu einem etwas kürzeren Fakt. eBay wurde 1959 gegründet und das war's. Das wusste ich nicht. Eine weitere Sache, die ich noch nicht wusste, beziehungsweise mir wahrscheinlich nicht allzu lange merken werde, ist, dass eine 2-Euro-Münze nur 8,5 Gramm wiegt. Ich hätte, weiß ich nicht, wenn ich mir das so vorstelle, wie ich die Münze halte, bei Günther Jauch hat man ja auch nicht unbedingt die Chance, seine 2-Euro-Münze aus dem Portemonnaie zu packen. 8,5. Ja, es ist eine Zahl, aber so Zahlen merken ist, glaube ich, nicht so einfach. Genauso wie jetzt bei eBay sich die 1995 zu merken, weil ja, Zahlen auswendig lernen ist echt ein bisschen langweilig und solange du keine persönliche Verknüpfung dazu hast, wird es auch wahrscheinlich nicht im Gedächtnis bleiben, außer bei mir, weil ich muss das Video schneiden und dann bleibt es mit Sicherheit für alle Ewigkeit in meinem Kopf. Wir sehen uns beim nächsten Mal, das war's nämlich schon, ich habe schon drei Sachen genannt. Bis dahin, alles Gute und schönen Tag noch, ciao.